Es wurde in Rekordgeschwindigkeit geplant, genehmigt und gebaut. Europas größtes Elektroautowerk von US-Hersteller Tesla. Heute wurden die ersten Fahrzeuge an ihre Käufer übergeben. Unter den Gästen waren Bundeskanzler Scholz und Bundeswirtschaftsminister Habeck. Knapp 6 Milliarden Euro hat Firmenchef Musk in die Fabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin investiert. Umweltschützer befürchten unter anderem einen zu hohen Wasserverbrauch durch die Fabrik und demonstrierten vor Ort. Es gehört zum Konzept von Tesla, dass Elon Musk selbst in einer großen Inszenierung die ersten Fahrzeuge an Kunden übergibt. Alles ein Superlativ. Das Werk, eine Gigafactory. Rekordbauzeit, die Produktion fast völlig automatisiert. Jedes Fahrzeug, das wir bauen, wird ein weiterer Schritt in Richtung einer Zukunft mit nachhaltigen Energien sein. Für die Region östlich von Berlin bedeutet die Ansiedlung von Tesla einen Wachstumsschub. 12.000 Arbeitsplätze sollen entstehen, 500.000 Fahrzeuge jährlich produziert werden, die Fabrik mit 100% Ökostrom betrieben. Mit der Produktion von E-Autos passe Tesla zudem gut zu den Klimazielen der Bundesregierung. Tesla hat sich für Deutschland entschieden, weil sie davon ausgehen und erwarten, dass sich der Verkehr in Deutschland elektrifiziert. Und das in großer Geschwindigkeit. Und dass Deutschland ein Leitmarkt wird für E-Mobilität. Das Land Brandenburg hat den Bau kräftig unterstützt. Nur etwas mehr als 2 Jahre dauerte die Bauzeit, weil Tesla auf eigenes Risiko mit Ausnahmegenehmigungen bereits bauen durfte, bevor Umweltverträglichkeitsprüfungen und Anwohnermitbestimmung entschieden waren. Dagegen protestieren heute Anwohner und Umweltverbände. Sie fürchten um die Wasserversorgung der Region und warnen vor weiteren Umweltschäden. Das Tesla-Werk in Brandenburg liefert also erste Fahrzeuge aus, Samir Ibrahim in der Frankfurter Börse. Wie groß ist die Konkurrenz für die anderen Autobauer? Na, recht unterschiedlich. Die Konkurrenz ist auf jeden Fall schon mal da. Heute hat sie ausgeliefert. Bis zu 100.000 Fahrzeuge noch in diesem Jahr erwarten Autoexperten. Also das ist schon mal ein ordentliches Pfund, mit dem Tesla da jetzt mit einem Mal auf dem deutschen Markt aufkreuzt. Und da werden speziell zwei Unternehmen in Deutschland größere Schwierigkeiten haben, weil das direkte Konkurrenten dafür sind. Und das sind in dem Fall BMW und Audi. Audi hat einen relativ entspannten Vorteil gegenüber BMW. Sie sind eben in den VW-Konzern eingebunden, VW selber mit einer entsprechenden Strategie, voll elektrisch alles nach Möglichkeit so schnell wie möglich zu machen. BMW tut sich da ein bisschen schwerer, stehen eben alleine, sind aber eben in direkter Konkurrenz mit Tesla und müssen ordentlich Gas geben, wenn man das in diesem Zusammenhang genauso sagen darf. Das Problem ist eben, dass Tesla sehr viel effizienter produziert. Wir haben es im Beitrag gerade auch gehört. Das ist eben eine vollautomatische Fertigungsanlage. Umgekehrt würden sich die deutschen Autohersteller ähnliche Genehmigungsverfahren in dieser gleichen Geschwindigkeit auch mal wünschen, wie das eben Tesla gerade durchlaufen hat. Am Aktienmarkt merkt man das jetzt heute nicht, jedenfalls nicht in den Kursen der deutschen Autohersteller. Insgesamt geht es relativ optimistisch nach oben. Der DAX heute zum Handelsschluss gut 1% im Plus, das sind 146 Punkte. Endstand heute also 14.473 Punkte. Die Erschütterung, die wir heute Morgen noch gemerkt haben durch die US-Notenbank Fed, die sind alle abgeschüttelt worden. Etwas geholfen hat hier der Ölpreis, der im Laufe des Tages zwischendurch nachgeben konnte, weil der US-Dollar gegen dem Euro einfach zu hoch geworden ist. Anleger haben sich da zurückgehalten, Einkäufer haben sich zurückgehalten. Der Wechselkurs war einfach zu schwierig. Wir bezahlen eben Öl in US-Dollar und wenn das zu sehr steigt, dann lassen eben die Händler auch eher mal die Finger davon. Das werden wir an der Tankstelle dann vermutlich aber nicht mehr merken. Vielen Dank, Samir Ibrahim nach Frankfurt am Main.